Willkommen zu unserer aufregenden Entdeckungsreise. Tief im undurchdringlichen Dschungel von Honduras hat eine erstaunliche Entdeckung die archäologische und wissenschaftliche Gemeinschaft in Aufruhr versetzt. Eine weitläufige antike Stadt, die zu einer mysteriösen und längst verlorenen Zivilisation gehört. Diese rätselhafte Stätte wurde nicht durch traditionelle Ausgrabungen entdeckt, sondern durch modernste Lasertechnologie, die den Boden mit einer Geschwindigkeit von 1 Million Datenpunkten pro Sekunde scannen kann. Dieser Durchbruch hat nicht nur Ruinen freigelegt, sondern eine vergessene Welt, die alles in Frage stellt, was wir über antike Kulturen zu wissen glaubten. Aber das ist erst der Anfang. Die Dschungel unserer Welt sind voller Geheimnisse. Von überwucherten Städten bis hin zu riesigen Höhlensystemen, die ganze Ökosysteme verbergen. Begleiten Sie uns auf dieser Reise zu 15 der geheimnisvollsten und beunruhigendsten Dschungelentdeckungen. Number 1. Die unheimlichen Bilder. Vor kurzem sind im Internet einige Fotos aufgetaucht, die Hinweise auf die Existenz einer verborgenen Zivilisation geben sollen, die noch nie zuvor entdeckt wurde. Mehrere Personen haben behauptet, dass die fraglichen Fotos aus der Zeit von Percy Harrison Fawcett stammen, einem britischen Entdecker, der versucht hatte, eine längst verlorene Zivilisation zu entdecken, die im Amazonas verborgen war. Fawcett hatte diese Gesellschaft einfach als die Stadt Z bezeichnet. In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts wurde Fawcett als einer der letzten großen Amateurarchäologen und Kartografen gefeiert. Diese Menschen reisten in unerforschte Gebiete, mit kaum mehr als einer Machete, einem Kompass und einem fast göttlichen Sinn für Zielstrebigkeit. Fawcett war ein Pionier auf dem Gebiet der Amateurarchäologie und Kartografie. Es gab Zeiten, in denen Fawcett auf indigene Stämme traf, von denen einige kaum Kontakt zu Außenstehenden hatten. Und er kehrte aus dem Dschungel mit Karten von Regionen zurück, aus denen noch keine Expedition zurückgekehrt war. Fawcett überlebte jahrelang im Dschungel, ohne Kontakt zur Außenwelt. Oft ernährte er sich tagelang von einer Handvoll Nüssen. Während einer seiner Reisen in den tiefen Amazonas-Regenwald sollen diese Fotos entstanden sein. Die Kamera war jedoch verlegt worden und wurde erst viele Jahre später wiedergefunden. Das Foto zeigt eine ungewöhnliche Gestalt, die sowohl menschliche als auch tierische Züge aufweist, mit einer besonderen Körperhaltung und einem besonderen Aussehen. Andere Bilder zeigen seltsame Figuren, kunstvoll verzierte Skulpturen und massive Bauwerke unbekannter Herkunft. Diese Fotos sind in der Bildersammlung enthalten. Einige vermuten, dass die Fotos auf eine uralte Zivilisation tief im Amazonasgebiet hindeuten, die von der modernen Welt isoliert blieb. Dies ist jedoch der Fall, obwohl die Ursprünge der Fotos von vielen Geheimnissen umgeben sind, ob es wahr ist oder nicht. Diese Bilder sind auf jeden Fall eigenartig und faszinierend. Es ist möglich, dass sie es nicht sind. Fühlen Sie sich davon angezogen? Wenn die Antwort ja lautet, geben Sie bitte den Kommentar 1 ein, um uns dies mitzuteilen. Number 2. Das verlassene Dorf der kleinen Leute. Tief versteckt in den Wäldern von Middlebury, Connecticut, liegt einer der unheimlichsten und geheimnisvollsten Orte des Bundesstaates. Das Dorf der kleinen Leute. Dieser ungewöhnliche Ort mit winzigen, zerfallenden Häusern und seltsamen Strukturen neben den Ruinen eines alten Steinhauses hat schon lange lokale Legenden beflügelt und die Fantasie angeregt. Einer Geschichte zufolge lebte ein Paar friedlich in der Gegend, bis die Frau behauptete, sie sehe winzige, feenähnliche Wesen im umliegenden Wald. Sie glaubte an ihre Anwesenheit und drängte ihren Mann, ein kleines Dorf für diese mystischen Kreaturen zu bauen. Mit der Zeit wuchs das Dorf, aber das einst magische Erlebnis wurde beunruhigend und führte schließlich zum Wahnsinn des Paares. Heute zeugen nur noch die verlassenen Miniaturbauten von dieser unheimlichen Geschichte. Eine andere Version der Legende besagt, dass ein einsamer Mann, der in dem Steinhaus lebte, von unsichtbaren Stimmen den Befehl erhielt, das winzige Dorf zu bauen. Diese geheimnisvollen Stimmen sollen ihn in den Wahnsinn getrieben haben, obwohl niemand mit Sicherheit sagen kann, was wirklich passiert ist. Berichten Besucher des Little People's Village oft von einer seltsamen und beunruhigenden Atmosphäre, und viele glauben, dass immer noch eine Art paranormale Energie vorhanden ist. Manche behaupten, dass man, wenn man zu lange bleibt, diese Stimmen hören oder die Anwesenheit unsichtbarer Kräfte spüren kann. Obwohl das Little People's Village, das einst Teil einer Straßenbahnlinie von einem nahegelegenen Vergnügungspark war, heute größtenteils in Trümmern liegt, zieht es weiterhin Neugierige und Abenteuerlustige gleichermaßen in seinen Bann. Ob es nun von Geistern heimgesucht wird oder nicht,
Es bleibt ein Ort, an dem Geschichte und Legende verschwimmen und Besucher mehr Fragen als Antworten erhalten. Number 3. Le Loyon. Seit 10 Jahren patrouilliert eine unbekannte Person täglich durch den Schweizer Wald. Die Geschichte der mysteriösen Person, die immer denselben Weg durch den Wald und die Berge nimmt, ist Teil der Überlieferungen der Region geworden, die über Generationen hinweg mit leisem Flüstern und verstecktem Lachen weitergegeben wurden. Laut den vermeintlichen Augenzeugen wird die unbekannte Person als große, etwa 190 cm große, humanoide Gestalt beschrieben. Sie trägt einen dunklen, schwarzen oder dunkelgrauen Overall und bedeckt sich mit einem grünlichen Tarnumhang. Am auffälligsten ist jedoch die alte Gasmaske, die den gesamten Kopf bedeckt. Le Loyon wurde erstmals Ende der 1990er oder Anfang der 2000er Jahre von Menschen gesichtet. Eine Frau aus der Gegend sagte, sie habe neben der Straße Blumen gepflückt, als sie das Wesen entdeckte, und sei überrascht gewesen, es zu sehen. Einige spekulierten sogar, dass es sich bei der Kreatur um eine psychisch kranke Frau, einen riesigen Mann, jemanden mit einem Hautproblem oder sogar einen Überlebenskünstler handelt. Das erste bekannte Foto des Wesens wurde von einem unbekannten Amateurfotografen aufgenommen und im September 2013 in einer lokalen Zeitung veröffentlicht. Im Zuge der Popularität des Bildes gab die Zeitung an, dass die Gasmaske und der Umhang des Wesens im Wald entdeckt worden seien, zusammen mit einer Notiz mit dem Titel Todesurkunde und Testament des Geistes von Moales, verfasst von Le Loyon. Laut der Notiz war sich die Kreatur des viralen Fotos bewusst und sehr unglücklich über die Aufmerksamkeit, die es dem Wald einbrachte. Seitdem wurden keine weiteren Sichtungen der Kreatur im Wald gemeldet. Einige glauben, dass der Fremde ein Einheimischer gewesen sein könnte, der solche Ausflüge nicht mehr unternahm, nachdem er sich seiner Verbindung zu der mysteriösen Gestalt bewusst wurde. Dies bleibt jedoch Teil der mystischen Geschichte um Le Loyon. Number 4. Dundas Castle. Wenn man die entlegenen Winkel der Catskills-Region in New York besucht, würde niemand erwarten, dass sich eine Burg aus Stein aus den Wäldern erhebt. Der kleine Weiler Roscoe, nur etwa 2 Stunden von New York City entfernt, hat eine Bevölkerung von weit unter 1000 Menschen. Die Stadt selbst ist zwar malerisch, da sie auf jeder Seite von Bergen und Wäldern umgeben ist, aber das wäre der einzige Grund, sie zu besuchen. Allerdings nur, wenn sie nichts von Craig E. Clare Castle wissen, einem der berühmtesten und vermutlich verfluchtesten verlassenen Orte in den Catskills. Craig E. Clare ist leicht zu erkennen. Seine Steintürme ragen über die umliegenden Wälder hinaus und ein etwas verfallenes schmiedeeisernes Tor markiert den Eingang. Es sieht buchstäblich aus wie ein Schloss aus einem Märchen. Während sein herausragendes Aussehen ein Zeugnis der Handwerkskunst der späten 1880er Jahre ist seine Geschichte alles andere als beeindruckend. Das fast 1000 Hektar große Grundstück, auf dem das Schloss gebaut wurde, gehörte dem bekannten New Yorker Architekten Bradford L. Gilbert. Nach seinem Tod wurde Ralph Wurz Dundas der nächste Besitzer des Schlosses. Als er das Anwesen 1915 erwarb, begann er, die ursprüngliche Struktur zu einem Märchenschloss auszubauen. Leider starb er, als das Anwesen fertiggestellt wurde. Bevor seine Frau Josephine und seine Tochter Muriel in das Haus einziehen konnten, erkrankten beide an psychischen Problemen und wurden in Heilanstalten eingewiesen. Daher hat nie jemand aus der Familie in dem Schloss gelebt, das nur für sie gebaut wurde. Aus diesem Grund glauben einige, dass das Anwesen tatsächlich verflucht ist. In den letzten Jahren wurde Craig E. Clare gekauft und als Sommercamp und später als Rückzugsort genutzt. Jetzt steht es jedoch leer, da es zu verfallen beginnt. Und seine frühere Schönheit ist vergessen, während es im Wald verfällt. Daher wird das Gebäude heute auch als Geist der amerikanischen Renaissance bezeichnet. Dieses gotische Schloss im mittelalterlichen Stil, das auf einem kleinen Berg am Fuße dichter Wälder thront, ist für die Einheimischen in der Umgebung zu einer Legende geworden. Mit seinen Steintürmen, medizinischen Torbögen, Marmorböden und hochaufragenden Kirchtürmen ist es leicht, jede Geschichte darüber zu glauben, ebenso wie die verzaubernde Natur, die verlassene Orte oft auf uns ausüben. Neben den mystischen Geschichten, die sich um Craig E. Clare Castle ranken, kommen viele Menschen hierher, um die einzigartige Architektur zu bewundern und die Schönheit der Gegend zu erkunden. Obwohl es viele Legenden um diese Burg gibt, ist sie auch ein herausragendes Beispiel für gotische und klassische Architektur, die die Raffinesse des späten 19. Jahrhunderts widerspiegelt.
Obwohl das Schloss derzeit in einem baufälligen Zustand ist, zieht es immer noch Geschichts- und Architekturliebhaber an. Besucher werden dazu ermutigt, die Gegend zu respektieren und etwas über die Vergangenheit des Bauwerks zu erfahren, ohne dieses kulturelle Erbe zu beschädigen. Die mystischen Geschichten mögen den Spaß an der Erfahrung erhöhen, ändern aber nichts am historischen und kulturellen Wert des Ortes. Number 5. Mysterious Forest Rings. Ein seltsames Phänomen, tausende große. Perfekt runde Waldringe prägen die boreale Landschaft im Norden Ontarios. Aus der Luft sind diese mysteriösen hellen Ringe mit verkümmertem Baumwuchs deutlich sichtbar. Aber am Boden könnte man direkt durch sie hindurchgehen, ohne sie jemals zu bemerken. Ihr Durchmesser reicht von 30 Metern bis zu 2 Kilometern, wobei der durchschnittliche Ring einen Durchmesser von etwa 91 Metern hat. Über 2000 dieser Waldringe wurden dokumentiert. Aber Wissenschaftler schätzen, dass es tatsächlich mehr als 8000 sind. Was sind die Ursachen für diese nahezu perfekten Kreise im Wald? Nun, seit sie vor etwa 50 Jahren auf Luftbildern entdeckt wurden, geben die Ringe Biologen, Geologen und Förstern Rätsel auf. Und bei näherer Untersuchung wurde deutlich, dass es sich um Ringe mit verkümmertem Baumwachstum handelt. Die genaue Ursache dieses Phänomens ist jedoch nach wie vor umstritten. Und es gibt eine Vielzahl von Hypothesen. Bei der Untersuchung dieser seltsamen Kreise sind einige interessante Theorien aufgetaucht, insbesondere solche, die mit außerirdischen Phänomenen zusammenhängen. Einige Forscher haben vorgeschlagen, dass diese Kreise Spuren von Raumfahrzeugen oder UFO-Aktivitäten sein könnten, wobei starke Energiewellen das abnormale Wachstum der Pflanzen verursacht haben könnten. Geschichten über außerirdischen Kontakt lassen UFO-Gläubige diese mysteriösen Kreise als Beweis für die Anwesenheit von Wesen aus dem Weltraum betrachten. Obwohl das Phänomen nach wie vor ungeklärt ist, haben Theorien im Zusammenhang mit UFOs das Rätsel noch verstärkt und die Neugier vieler Menschen geweckt. Obwohl diese Kreise hauptsächlich in der Region Nord-Ontario auftreten, wurden sie auch in Yukon, Quebec und sogar in Russland und Australien gefunden, was weitere Fragen über die Verbindung zwischen den Orten und den seltsamen Phänomenen aufwirft. Sind wir Zeugen mysteriöser Spuren einer außerirdischen Präsenz oder sind wir einfach Zeugen natürlicher Phänomene, die noch nicht vollständig verstanden werden? Nur die Zeit wird es zeigen. Number 6. Der Regenbogensumpf. Auf den ersten Blick sehen diese Bilder, die ein Muster aus rosa, violetten, blauen und gelben Decken auf der Wasseroberfläche zeigen, die durch die Sonnenstrahlen zum Leuchten gebracht werden. Nicht real aus, aber sie sind es. Der Effekt wird als Sumpfregenbogen oder wie der Fotograf, der das Foto zuerst aufgenommen hat, es nannte, als psychedelischer Sumpf bezeichnet. Als Brent Rawson das Foto eines Regenbogensumpfes seiner Freundin auf Reddit veröffentlichte, erhielt es innerhalb von 24 Stunden mehr als 120.000 positive Bewertungen. Das Paar spazierte im First Landing State Park in Virginia, als es ein ungewöhnliches Naturphänomen sah. Der First Landing State Park umfasst etwa 2,888 Acres und liegt auf alten Dünen. Er ist eine Kombination aus Sumpfzypressen und Küstenwald. Der Sumpf ist ein Feuchtgebiet, das zwischen einigen Dünenkuppen liegt, nicht mit einer anderen Wasserquelle verbunden ist und vollständig vom Regen gespeist wird. Laut Jeff Ripple, einem ehemaligen Sumpfwanderführer in Florida, sind die Regenbogenschimmer, die sich als dünner Film auf der Wasseroberfläche von Tümpeln in Sümpfen und Mooren bilden, das Ergebnis natürlicher Öle, die durch verrottende Vegetation oder biologische Prozesse anaerober Bakterien, die Eisen im Boden reduzieren, freigesetzt werden. Jeff erklärte, dass das Wasser über einen langen Zeitraum ruhig sein muss, damit die Regenbögen erscheinen. Die natürlichen Öle der Zypressen erzeugen diese Seifenblasen oder Ölteppichoptik auf der Wasseroberfläche. Und wenn das Sonnenlicht durch die Bäume bricht und im richtigen Winkel auf die Öle trifft, kann man einen Regenbogeneffekt auf dem Wasser sehen. Dieses Phänomen ist in verschiedenen Sümpfen entlang vieler Wanderwege in Florida zu beobachten. Aber dieser verblasste Regenbogeneffekt ist ebenso einzigartig und atemberaubend. Number 7. Der kochende Fluss des Amazonas. Im dichten Dschungel des peruanischen Amazonasgebiets verbirgt sich ein kochender Fluss. Das dampfende, türkisfarbene Wasser, das bis zu 200 Grad Fahrenheit erreichen kann, wird von elfenbeinfarbenen Steinen geleitet und von 60 Fuß hohen Wänden aus üppigem Regenwald und Vegetation bewacht. Die Einheimischen glaubten, der Fluss sei heilig und das heiße Wasser besitze heilende Kräfte.
und Schamanen verwendeten es in ihren Heilmitteln. André Rousseau, ein National Geographic Young Explorer, hörte erstmals von seinem peruanischen Großvater von diesem Fluss. Als er Geophysiker wurde, beschloss er, den Fluss zu untersuchen und zu sehen, ob er eine wissenschaftliche Erklärung für das Phänomen finden konnte. Der Fluss wird von dem Schamanen einer nahegelegenen Kleinstadt geschützt und verfügt über ein abgelegenes Heilzentrum, nachdem er vom Schamanen eine Sondergenehmigung erhalten hatte, das Wasser zu untersuchen. Wurde Rousseau vom Lehrling des Schamanen zu dem fast 6 Kilometer langen, fließenden, kochend heißen Wasser geführt. Der nur Sandalen trug, hüpfte vorsichtig zwischen den kleinen weißen Steinen von der Größe eines Blattes Papier hin und her, um Proben aus verschiedenen Bereichen des Flusses zu entnehmen. Er stellte fest, dass das Wasser im Durchschnitt etwa 183 Grad Fahrenheit, 91 Grad Celsius hat, was nicht ganz kochend heiß ist, aber dennoch sehr heiß. Wobei Dampf von der Oberfläche aufsteigt. Ein Gewässer von der Größe eines kochenden Flusses erfordert eine Wärmequelle mit sehr viel Energie. Doch der nächste aktive Vulkan ist mehr als 643 Kilometer entfernt. Und im Amazonas-Dschungel sind keine magmatischen Systeme bekannt. Nach einigen Untersuchungen und dem Testen verschiedener Hypothesen kamen Rousseau und seine Forschungskollegen zu dem Schluss, dass eine durch Verwerfungen entstandene hydrothermale Quelle dafür verantwortlich ist. Dass der Fluss solche Temperaturen erreicht. Das Wasser sickert tief in die Erde ein, erwärmt sich unterirdisch und tritt dann durch Verwerfungen und Risse wieder an die Oberfläche. Dies ist ein sehr seltenes Phänomen. Und aus diesem Grund wird der Chanay Timpishka, auch bekannt als La Bamba, als der einzige kochende Fluss der Welt bezeichnet. Er ist so heiß, dass die Haut eines Menschen, der in den Fluss fällt, in weniger als einer Sekunde mit Verbrennungen dritten Grades bedeckt ist. Wenn Sie also vorhaben, hierher zu kommen, um ihn zu bewundern, seien Sie vorsichtig mit der Temperatur dieses Wassers. Nummer 8. Geheimer Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Die meisten unterirdischen Schutzräume aus dem Krieg sind in Vergessenheit geraten oder verschüttet. Vor kurzem wurde jedoch am Rande Schottlands ein versteckter Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Forestry and Land Scotland machte den Fund im Craigslands Forest in der Nähe von Moffat während routinemäßiger Fellarbeiten. Der Bunker ist nur etwa 7 Meter lang und 3 Meter tief und besteht aus einem Bogen aus Wellblech über einem Zementboden. An jedem Ende befindet sich eine Luke, die als Ein- und Ausgang genutzt werden kann. Angeblich soll der Bunker Etagenbetten, einen Tisch, einen Kochherd und alle erforderlichen Ausrüstungsgegenstände enthalten haben. Aber nichts davon ist erhalten geblieben. Es wird vermutet, dass einige zerbrochene Holzbalken, die auf dem Boden gefunden wurden, von Bettgestellen stammen könnten. Laut FLS ist der Bunker aufgrund seiner Seltenheit und Bedeutung sowie aus Gesundheits- und Sicherheitsgründen nicht für die Öffentlichkeit zugänglich und sein genauer Standort wird geheim gehalten. Der Bunker wurde wahrscheinlich von der verdeckten Hilfseinheit der Home Guard als Operationsbasis genutzt. Diese Gruppen, die oft als Churchills geheime Armee bezeichnet wurden, bestanden aus hartgesottenen Veteranen, die gut ausgerüstet und kampfbereit waren. Die Hilfseinheiten wurden auch Halunken genannt und hatten den Befehl, bis zum Tod zu kämpfen. Sie sollten im Falle einer Invasion durch die Nazis hinter den feindlichen Linien Chaos anrichten. Der Bunker ist ein Überbleibsel aus vergangenen Zeiten und wird Forschern dabei helfen, mehr über die Zeit des Zweiten Weltkriegs zu erfahren. Nummer 9. Steinkugeln von Costa Rica. Die in den 1930er Jahren entdeckten Steinkugeln von Costa Rica, die von den präkolumbianischen Völkern geschaffen wurden, geben Wissenschaftlern bis heute Rätsel auf. Die von den Einheimischen Las Bolas genannten Kugeln wurden im Dschungel von Costa Rica entdeckt und befinden sich größtenteils nicht mehr an ihren ursprünglichen Standorten. Laut Forschern wurden die Kugeln um das Jahr 600 von Menschenhand geformt, wobei die meisten Kugeln nach Einhausen aber vor der spanischen Eroberung entstanden sind. Seit ihrer Entdeckung wurden über 300 kugelförmige Steine in verschiedenen Größen dokumentiert, deren Durchmesser von wenigen Zentimetern bis zu über 2 Metern reicht. Einige der Steine wiegen etwa 16 Tonnen und bestehen aus hartem Eruptivgestein, das als Granodiorit bezeichnet wird. Unvollendete Steine wurden nie gefunden und alle sind monolithisch. Es gibt verschiedene Theorien und Legenden über den Zweck der Steine. Lokale Legenden besagen, dass die Steine das Ergebnis eines Tranks sind, der das Gestein erweichen kann und im Besitz der einheimischen Bevölkerung war. Oder dass sie aus Atlantis stammen,
Viele der Steine weisen noch Spuren der Werkzeuge auf, mit denen sie geformt wurden. Und die Glätte der Oberflächen wurde wahrscheinlich durch Polieren der fertigen Steine mit Sand oder Leder erreicht. Wissenschaftler konnten den genauen Zeitpunkt ihrer Herstellung nicht bestimmen. Schätzungen zufolge reichen die Daten von 200 v. bis 1500 n. Die schwierigste Frage ist, warum die Steine hergestellt wurden und welchen Zweck sie hatten. Denn niemand weiß es genau. Es haben sich jedoch einige Theorien entwickelt. Einige glauben, dass sie als Kompasse verwendet wurden. Andere denken, dass sie mit astronomischen Phänomenen in Verbindung stehen. Es wird auch angenommen, dass sie als Grabmarkierungen oder Statussymbole verwendet wurden und das Eigentum antiker Anführer kennzeichneten. Was auch immer der wahre Zweck dieser antiken Steine war, die Welt wird es vielleicht nie erfahren. Number 10. Antique Stadt. In Bolivien wurde eine antike Stadt mit einer Fläche von mehr als 200 Quadratkilometern entdeckt. Erst vor kurzem konnten Wissenschaftler mit Hilfe von LIDAR-Scannern die Stadt freilegen, die jahrtausendelang vom dichten Dschungel des Amazonas verborgen war. So konnten sie Strukturen wie Pyramiden, Dämme, Kanäle, erhöhte Waldinseln und Gebäude sehen, deren Anordnung Hinweise auf die kosmologische Perspektive der Ureinwohner gibt. Die Anlage wurde zwischen 500 und 1400 von der Cassarac-Kultur, den damaligen Ureinwohnern, errichtet. Sie besiedelten mehr als 4000 Kilometer des Amazonas-Regenwaldes. Das Deutsche Archäologische Institut in Berlin legte die Ruinen von zwei großen Städten, Cotoca und Landvar, sowie 24 kleinere Fundstätten frei, von denen 15 Entdeckungen waren. Die neuen Funde widerlegen die Theorie, dass der Amazonas vor der Ankunft der Spanier unbewohnt war. Es wird auch vermutet, dass es in dem gescannten Gebiet kleinere Dörfer geben könnte, die jedoch zu klein sind, um vom Scanner erfasst zu werden. Gleichzeitig sagen die aktuellen Funde viel über die Gesellschaft aus, die in der Region eine entwickelte Infrastruktur aufgebaut hat und ein reiches soziales Leben führte. LIDAR-Scanner werden durch Laserimpulse angetrieben, die von Flugzeugen aus auf den Boden gerichtet werden. Wissenschaftler nutzen sie, um die Überreste von Siedlungen zu finden, selbst an Orten, an denen eine dichte Vegetation verhindert, dass sie mit bloßem Auge gesehen werden können und auf dem Landweg erreichbar sind. Number 11. Der krumme Wald in Polen. In der Nähe der kleinen Stadt Grafino in Westpommern, Polen, befindet sich ein ungewöhnlicher Wald, in dem jeder Baum an seiner Basis gebogen ist. Er wurde krummer Wald genannt. Da die Kiefern von der Basis aus mit einer 90-Grad-Biegung wachsen und sich dann wieder zurückbiegen, um gerade nach oben zu wachsen. Ungeachtet ihrer Krümmung sind die Bäume größtenteils gesund und können bis zu 15,2 Meter hoch werden. Die jornförmigen Bäume haben viele neugierige Besucher angezogen und es gibt mehrere Theorien, die zu beweisen versuchen, warum die Kiefern krumm gewachsen sind. Eine dieser Theorien besagt, dass in den 1930er Jahren Kiefern unterschiedlicher Länge gepflanzt und dann von den deutschen Panzern plattgewalzt wurden, als sie noch jung waren. Die Krümmung der Stämme ist jedoch viel zu glatt für eine solche Zerstörung. Und die Panzer hätten den gesamten Wald vernichtet, nicht nur den jungen Kiefernhain. Andere vermuten, dass schwere Schneestürme, die Schwerkraft, genetische Mutationen und sogar Außerirdische die Form dieser Bäume verändert haben könnten. Niemand weiß genau, was mit den Kiefern in diesem seltsamen und unheimlichen Wald passiert ist. Und bis heute ist alles ein Rätsel. Number 12. Buckle Wall. Als einheimische Fischer in Brasilien durch einen Mangrovenwald spazierten, stießen sie auf etwas, das dort nicht sein sollte. Den Kadaver eines Buckelwals. Die Überreste befanden sich in einem so abgelegenen Teil des Mangrovensumpfes im Amazonasdelta, dass Wildtierexperten zweimal anreisen mussten, um den Fundort zu erreichen. Der Babywal hatte sich wahrscheinlich auf See verirrt und war verhungert oder aus einem anderen unbekannten Grund gestorben und dann von den Gezeiten an einen Strand gespült worden. Wale wie dieser sind im Südatlantik weit verbreitet, da sie zur Paarung an die Küste Brasiliens kommen und normalerweise ihre Winter in der Antarktis verbringen. Und obwohl der genaue Grund dafür, wie dieser Wal so weit oben im Wald landete, unbekannt bleibt, hat das Tier den Prozess nicht überlebt. Number 13. 2000 Jahre alter Schatz. Ein Schatzsucher in Rumänien hat einen Schatz an Silbermünzen aus der Zeit des Römischen Reiches entdeckt. Nachdem er die Wälder mit einem Metalldetektor abgesucht hatte, entdeckte ein Mann fast 300 Münzen in einem Tontopf, der tief im Boden vergraben war.
Der 40-jährige Schatzsucher Narcissus Cartus ist ein Geschichtsliebhaber, der in seiner Freizeit nach Artefakten gräbt. In Wirklichkeit ist dies jedoch nicht sein erster großer Fund. Er ist seit fast anderthalb Jahren lizenzierter Sondengänger und hat in dieser Zeit drei bedeutende archäologische Funde gemacht. Zu den Gegenständen, die er schließlich entdeckte, gehörten vier Tetradigramme, die Standard-Silbermünze des antiken Griechenlands. Sein zweiter Fund war ein Schatz antiker Münzen im Stadtteil Erne im Landkreis Muras. Und jetzt besitzt er eine Fülle von Münzen aus einem Schatzfund, den er in den Wäldern gemacht hat. Nachdem er den Topf voller Münzen inspiziert hatte, ohne ihn dabei aus seiner aktuellen Position im Boden zu bewegen, kontaktierte er das Muras County Museum. Laut Archäologen wurden in den letzten Jahren mehrere Entdeckungen gemacht, darunter Schätze, die aus Münzen, Schmuck und mehr bestehen und über mehrere Generationen hinweg angehäuft wurden und dazu beigetragen haben, mehr über die Geschichte der Region zu erfahren. Number 14. Die geheimnisvollen Steine des Polkani-Waldes. Die bezaubernden Wälder des Polkani-Waldes in Lettland sind von einer faszinierenden Mystik umgeben. Der Wald ist für seine ausgedehnten Wanderwege bekannt. Besucher sollten mindestens 3 bis 4 Stunden einplanen, um den gesamten Wald zu erkunden. Dieser Wald ist bekannt für seine eigentümlichen Hügel aus kugelförmigen, moosbedeckten Steinen, die scheinbar zufällig auf dem Waldboden verstreut sind. Es gibt viele Theorien, die erklären sollen, warum die Steine scheinbar eine unnatürliche Form haben, aber keine davon wurde bestätigt. Viele Heiler besuchen diesen Wald, weil sie glauben, dass es sich um einen kraftvollen Ort mit positiver Energie handelt. Es ist möglich, dass in diesem Wald uralte heidnische Riten durchgeführt wurden, weshalb er heute eine so positive Energie für die Heilung ausstrahlt. Einige bringen den Steinen sogar Opfergaben dar, um Heilung zu erlangen. Daher könnte es in dem Wald auch spuken, was ihn für Abenteuerlustige und Mystic-Fans attraktiv macht. So oder so dient der Wald als frischer und einzigartiger Rückzugsort in die Natur. Und viele haben sich auf Wanderwege gewagt, nur um sich darin zu sonnen. Number 15. Ponyhenge. Ein malerisches Feld in dem verschlafenen Weiler Lincoln in Massachusetts war Schauplatz eines seltsamen Ereignisses. Dieser Ort ist zur Heimat einer bunten Menagerie aus verlassenen Schaukelpferden, Plastikponys und verschiedenen Pferdespielzeugen geworden, was zu dem seltsamen Spektakel namens Ponyhenge geführt hat. Alles begann mit einem einzelnen, rostigen Steckenpferd, das seltsamerweise an der Old Sudbury Road, etwa 24 Kilometer westlich von Boston, stand. Diese seltsame Ansammlung tauchte erstmals im Jahr 2010 auf. Selbst langjährige Bewohner sind sich über die Herkunft dieses ersten Pferdes im Unklaren. Über das erste Pony gibt es mehrere Geschichten. Einige sagen, es sei aus einem kurzlebigen Limonadengeschäft eines Kindes stammen, während andere spekulieren, es könnte ein Teil einer Weihnachtsausstellung sein. Wie dem auch sei, das Erscheinen des ersten Pferdes warf ein charmantes Rätsel auf. Bald tauchten immer mehr Pferde, Figuren, Steckenpferde und Schaukelpferde an diesem Ort auf. Diese Spielzeuge werden häufig auf lustige Weise bewegt. So, B. In ordentlichen Kreisen und Reihen, als wären sie für ein Rennen vorbereitet. Oder sogar verstreut. Als wären sie gerade von einem amüsanten Ausflug zurückgekehrt. Die Herde ist in den letzten Jahren dramatisch gewachsen und hat sich mehr als verdoppelt. Seltsamerweise scheint niemand die alten Ponys abzubauen. Stattdessen wächst die skurrile Ausstellung weiter. Sehr zur Freude der Zuschauer und zur Unterhaltung der Landbesitzer. Und damit kommen wir zum Ende dieser Entdeckungsreise. Welche Entdeckung hat Sie am meisten beeindruckt? Kennen Sie noch andere Wunder? Zögern Sie nicht, uns dies in einem Kommentar unten mitzuteilen. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Es gibt noch viele weitere Geheimnisse zu entdecken. Vergessen Sie nicht, uns zu liken und zu abonnieren, um Benachrichtigungen zu erhalten, wenn es neue Videos gibt. Auf Wiedersehen.